Heute habe ich wieder die letzten drei gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Big Rock, 7 Tage gehörst du mir von Lauren Blakely. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Buch bekommen habe und lesen durfte. In diesem Buch geht es um Spencer und Spencer ist ein Frauenheld. Er steht auf One-Night-Stands und er weiß, dass er bei den Frauen gut ankommt und er ist sehr von sich überzeugt. Jetzt ist es so, dass die Familie von Spencer das Juwelengeschäft verkaufen möchte, da seine Eltern sich zur Ruhe setzen möchten. Und der Käufer des Geschäftes ist ein sehr, naja, verkniffener Mensch. Er ist sehr ordnungsgemäß und er ist ein Familienmensch und ja, quasi alles, was Spencer nicht ist. Daher muss Spencer für einige Tage versuchen, so zu tun, als wäre er ebenfalls ein gesitteter, normaler, junger Mann mit einer festen Beziehung und ja, das ist für ihn natürlich gar nicht so einfach und so erfindet er prompt eine Verlobte und bittet seine beste Freundin Charlotte, diese Verlobte zu spielen. Charlotte ist davon natürlich erstmal nicht so begeistert und ja, lässt sich dann aber doch auf diesen Deal ein. Und was dann in diesen 7 Tagen alles passiert, das ist es, worum es in Big Rock schlussendlich geht. Ich muss sagen, dass ich erstmal sehr überrascht war, dieses Buch aus der Sicht von Spencer zu lesen, denn ich hatte gedacht, man liest es aus der Sicht von Charlotte, wie es ja eigentlich üblich ist, aus der Sicht der Frau zu lesen. Aber nein, man liest es aus der Sicht von Spencer. Und allein das erste Kapitel habe ich mir gedacht, so, was bist du denn für ein selbstverliebter Mistkerl? Also wirklich, der Kerl ist total von sich überzeugt, er ist total selbstverliebt, er weiß, wie er auf Frauen wirkt und das nutzt er natürlich auch aus. Und dabei ist er aber trotzdem nicht so ein typisches Macho-Arschloch, sondern er ist sehr charmant und er geht auch mit den Frauen sehr, sehr gut um. Also wie gesagt, er ist jetzt nicht so der typische Macho-Arsch und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch wie die Beziehung sich im Laufe der Geschichte zwischen ihm und Charlotte entwickelt hat, fand ich auch sehr, sehr gut. Und was ich auch richtig, richtig gut fand, obwohl man es aus der Sicht von Spencer gelesen hat, wusste man immer, was Charlotte denkt. Also ich konnte mich absolut in diese Frau hineinversetzen mit all den Handlungsweisen und Sachen, die dort passiert sind und wie Spencer sich auch ihr gegenüber benommen hat. Ich konnte absolut verstehen, wie Charlotte sich verhalten hat und man konnte an ihrem Verhalten auch total lesen und alles verstehen, was in ihr vorgeht. Und das, finde ich, hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich fand auch die Entwicklung, die Spencer in diesem Buch durchgemacht hat, absolut toll. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war nicht übertrieben, es war nicht zu viel oder überspitzt oder irgendwas, sondern ich fand es gut. Man muss dieses Buch natürlich auch mit so einem zwinkernden Auge betrachten. Es ist für mich natürlich keine realistische Geschichte. Es ist natürlich alles etwas übertrieben dargestellt, etwas kitschig dargestellt, natürlich sehr klischeehaft dargestellt. Aber man sollte solche Bücher ja im Generellen nicht allzu ernst nehmen. Das sind Geschichten, die uns unterhalten sollen. Das sind Geschichten, die uns begeistern sollen. Und das hat Big Rock bei mir auf jeden Fall getan. Zur Handlung kann ich schon sagen, klar, die Handlung ist natürlich einerseits sehr vorhersehbar. Man weiß sofort, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr cool, das zu lesen. Von den Charakteren her fand ich die Charakterentwicklung von Spencer absolut toll. Das hat mir richtig gut gefallen, wie man gemerkt hat, wie er Step by Step so gelernt hat, in sich hineinzuhorchen und zu lernen, was jetzt bei ihm bedeutet. Und ja, ich fand auch Charlotte ganz, ganz toll. Sie hat mir auch vom Charakter her richtig, richtig gut gefallen. Zum Setting kann ich schon sagen, spielt das Ganze hier in New York. Und New York ist natürlich immer ein ganz, ganz tolles Setting. Und ich mag sowieso Geschichten, die in New York spielen, immer total. Und ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Der Schreibstil ist auch ein schöner, leichter, lockerer Schreibstil, wie es halt für Liebesgeschichten am besten ist. Und auch das fand ich richtig gut. Und was die Erotik in diesem Buch angeht, denn es ist ja ein erotischer Liebesroman, hat sich das Ganze auch im Rahmen gehalten, was die erotischen Szenen betrifft. Es ist jetzt nicht so, dass es auf jeder dritten Seite so vor erotischen Szenen so, nur so strotzt das nicht, Gott sei Dank. Es ist natürlich so, dass Spencer als Kerl etwas übertrieben dargestellt wird, denn ich glaube, kein Mann denkt dauerhaft so wie Spencer. Das würde mich sehr wundern. Und es ist natürlich etwas übertrieben dargestellt und auch Spencer denkt halt ziemlich viel an Sex und ziemlich viel an sein bestes Stück. Und ja, aber wie gesagt, man darf diese Geschichte, glaube ich, nicht allzu ernst nehmen und man darf nicht erwarten, dass das eine komplett realistische Geschichte ist. Und dann wird man auch sehr, sehr viel Gefallen an der Geschichte haben. Also ich mochte die Geschichte auf jeden Fall. Ich fand es richtig süß und richtig gut und kann euch Big Rock, was das betrifft, wirklich nur empfehlen.
Kommen wir zum zweiten Buch, was ich gelesen habe. Und dieses Buch ist der zweite Teil von Rage von Rose Bloom. Der zweite Teil heißt Fighting for Love und ist natürlich die Fortsetzung des ersten Teils. Ich kann euch hier zum Inhalt nicht wirklich etwas sagen, denn dann würde ich euch den ersten Teil natürlich spoilern. Aber ich muss sagen, dass mir der zweite Teil von Rage auch wieder gut gefallen hat. Der zweite Teil war vom Tempo her ein bisschen zurückhaltender. Es ging hier mehr um die Beziehung zwischen Rage und Lauren. Natürlich dieses, die Konsequenzen aus dem ersten Teil, alles, was sich dann danach entwickelt hat, das stand natürlich hier im Fokus. Wie gesagt, die Beziehung zwischen Lauren und Rage oder Sean, wie er ja eigentlich heißt. Und es war mir an manchen Stellen ein bisschen zu viel hin und her und ich dachte mir so, jetzt kommt doch mal auf den Punkt, verdammte Scheiße. Aber ansonsten hat mir die Geschichte auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Entwicklung, die Rage in diesem Buch nochmal durchgemacht hat, auch ganz, ganz toll. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand Lauren an manchen Stellen ein bisschen übertrieben. Also ihre Reaktionen waren mir ein bisschen zu drüber. Also ich konnte verstehen, dass sie so reagiert, aber wie sie dann reagiert hat, war mir ein bisschen viel an manchen Stellen. Aber das ist ja jetzt nicht weiter dramatisch. Ich mochte den zweiten Teil auf jeden Fall sehr. Ich kann euch die Geschichte Teil 1 wie Teil 2 von Rage definitiv nur empfehlen und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Der zweite Teil spielt auch wieder in Atlanta am Anfang und dann später im Buch in New York, was ich natürlich auch wieder richtig cool finde. Und ja, wie gesagt, ich fand die Entwicklung, die diese Geschichte noch gemacht hat, richtig gut. Ich fand diese zwei, drei kleinen überraschenden Plot-Twists, die wir hier in dieser Geschichte haben, auch noch wirklich sehr, sehr gut. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat nochmal so ein bisschen Schwung in die Geschichte gebracht. Und ja, was das Ende betrifft, ich hätte mir am Ende in dieser einen entscheidenden Schlüsselszene am Ende irgendwie ein bisschen mehr drumherum gewünscht. Das war dann so, bam, Punkt, jetzt ist es so und Ende. Und da hätte ich mir einfach so ein bisschen mehr gewünscht, dass aus dieser Szene ein bisschen mehr gemacht worden wäre, aber das ist jetzt nicht weiter dramatisch, denn wie gesagt, so wie das Ende war, war es gut. Ich fand die Entscheidungen, die am Ende getroffen worden sind, richtig gut. Und ich kann euch Rage, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Was den Schreibstil von Rose betrifft, mag ich ihn sehr. Rose hat hier auch wieder so einen schönen, locker, leichten Schreibstil. Sie hat, was die Artikulation betrifft, natürlich hier, wie im ersten Teil auch, das an Rage und Sean angepasst. Denn Rage ist ja ein Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und er ist ein bisschen ein derberer Mensch. Und das kommt natürlich auch durch seine Artikulation und seine ganze Art und Weise rüber. Und ich finde, das hat Rose hier sehr, sehr gut umgesetzt. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich fand auch den zweiten Teil von Rage ganz toll und kann euch, wie gesagt, diese Reihe wirklich nur empfehlen. Es ist eine richtig schöne Liebesgeschichte, wo es um einen Mixed Martial Arts Kämpfer geht, der eine Physiotherapeutin kennenlernt. Und ja, da passiert noch ganz, ganz viel anderer krasser Scheiß drumherum. Und schaut euch Rage auf jeden Fall an, wenn ihr auf Liebesgeschichten mit ein bisschen Erotik steht. Und ich mochte es und kann es euch, was das betrifft, auch nur empfehlen. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video. Und zwar ist das dieses hier. Insignia, die Weltenspieler von S.J. Kincaid. Ich habe ja im Januar diesen Jahres Diabolik von S.J. Kincaid gelesen und war ja absolut begeistert von diesem Buch. Ich finde Diabolik bisher auch immer noch eins der besten Bücher dieses Jahr, was ich gelesen habe. Ich finde aber auch einfach den Schreibstil von S.J. Kincaid ganz, ganz toll. Ich finde, sie umschreibt ganz toll. Sie kann ganz, ganz toll Beschreibungen von diesen Sachen, die sie ja hier in diesen Büchern erfindet, machen. Und ja, sie holt mich da einfach komplett ab und ich kann bei ihr absolut gut in diese Welt eintauchen. In Insignia, die Weltenspieler, geht es um Tom. Und Tom ist ein 14-jähriger Junge, der mit seinem Vater in Las Vegas lebt und immer so umhertingelt. Sein Vater ist Pokerspieler und zieht immer die Leute ab, aber in den letzten Jahren läuft es bei ihm nicht mehr ganz so gut. Weswegen Tom und sein Vater auch schon öfters mal eine Nacht auf der Straße schlafen mussten. Und in der Welt, in der die beiden leben, ist es so, dass es schon noch unsere Welt ist, aber halt in der Zukunft. Und es herrscht gerade der Dritte Weltkrieg. Nur ist es so, dass der Dritte Weltkrieg nicht mehr auf der Erde stattfindet, sondern im Weltraum. Es geht um Ressourcen, die man nicht auf der Erde, sondern auf anderen Planeten gewinnen kann. Und ja, es kämpfen im Prinzip die Länder um die Vorherrschaft dafür. Und hinter diesen Ländern stehen große Konzerne, die das Ganze natürlich auch an sich reichen möchten. Und das ist auch ein Stückchen sehr politisch, diese Geschichte, aber ich komme jetzt mal zurück zum Inhalt. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass es in der Welt sehr, sehr viel Technik gibt. Und Tom spielt gerne in so Spielhallen und er spielt natürlich gerne so Virtual Reality Spiele mit solchen VR-Brillen, wie es auch ja heutzutage inzwischen schon gibt. Und ja, tut dann die Leute dort abziehen und betrügen,
denn er ist sehr, sehr gut in dem, was er tut und er hat seinen Gegner noch nicht so gefunden. Eines Tages, als Tom gerade wieder in der Spielhalle ist, begegnet er jemanden vom Militär. Dieser bietet ihm eine unglaubliche Chance. Er bietet Tom an, mit ins Militär einzutreten und ein Kombattant zu werden. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Diese Kombattanten sind Menschen, die im Weltraum quasi, also auch über Virtual Reality im Weltraum, gegeneinander kämpfen, also gegen die anderen Länder kämpfen. Und da Tom sehr, sehr gut im Spiele spielen ist, wurde er halt auserwählt vom Militär und beobachtet. Und ja, er kriegt jetzt das Angebot, fürs Militär zu arbeiten und einer dieser Kombattanten zu werden, also dazu ausgebildet zu werden. Und da Tom in seinem Leben nicht wirklich irgendwas Gutes hat, überredet er seinen Vater, dem Ganzen zuzustimmen und tritt dann ins Militär ein. Und in dieser Militärbasis angekommen, merkt Tom sehr, sehr schnell, dass alles anders ist, als er gedacht hätte und dass alles auch gar nicht so einfach ist, wie er gedacht hätte. Ich möchte zum Inhalt dieser Geschichte nicht zu viel verraten, denn ich bin auch mit fast gar keiner Info, außer dem, was hier hinten drauf steht, an dieses Buch rangegangen und ich wusste nicht, was auf mich zukommt und das war sehr, sehr gut. Dieses Buch hat mich total überrascht. Also es ist, wie gesagt, wie quasi eine Urban Science Fiction Geschichte, kann man sagen. Also es ist Science Fiction, aber schon noch in unserer Welt halt, was weiß ich, ich glaube 100 Jahre in der Zukunft oder so. Und ja, ich fand es sehr, sehr cool. Ich fand, was die Autorin sich alles ausgedacht hat, was hier drin vorkam, sehr, sehr cool, was dieses Virtual Reality betrifft. Ich fand es sehr, sehr cool, was die Fähigkeiten betrifft, die Tom hier dann noch im Laufe der Geschichte entwickelt. Und ich fand dieses ganze Drum und Dran mit den Intrigen und diesen politischen Ansätzen, fand ich auch richtig, richtig gut, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, es hat die Autorin vom Ansatz her, was die Handlung betrifft, total gut gemacht. Sie hat da wirklich eine Spannung aufgebaut in der Geschichte und am Ende dachte ich so, oh mein Gott, nein, lass es nicht so sein, wie ich das jetzt denke. Und also ich habe da wirklich sehr, sehr mitgefiebert in dieser Geschichte und ich habe das Buch ja auch mit der Niki zusammen gelesen und Niki ging es da ähnlich wie mir. Also wir haben beide am Ende hin schon gehofft und gebetet, dass es nicht so ist, wie es scheint. Und ja, das hat die Autorin auf jeden Fall ganz, ganz toll gemacht, einen richtig guten Spannungsbogen nochmal zu erzeugen und einen da auch wirklich abzuholen und dass man wirklich in der Geschichte auch drin ist. Und das fand ich sehr, sehr cool und sehr, sehr gut. Was das Setting betrifft, befinden wir uns in Washington. Also das Ganze spielt im Pentagon. Da ist quasi der Hauptsitz dieser Militärbasis. Aber es ist alles nicht mehr so wie das Pentagon von heute. Und ich fand das vom Setting her sehr, sehr cool. Ich konnte mir das Ganze drum und dran, was diesen Aufbau im Pentagon betrifft, sehr, sehr gut vorstellen. Ich konnte mir diese Stuben, wo die alle leben, diese Zimmer, wo die Rekruten untergebracht sind, sehr, sehr gut vorstellen. Ich konnte mir auch diese ganzen Virtual Reality Welten, die sie hier immer erfunden hat und diese Simulation, die sie erfunden hat und beschrieben hat, konnte ich mir auch wahnsinnig gut vorstellen. Ich fand es ganz, ganz toll, dass man dadurch in ganz, ganz viele verschiedene kleine Welten eintauchen konnte und ich finde, die Autorin hat das wirklich wahnsinnig gut gelöst und wahnsinnig toll gemacht und hat da wirklich eine Welt erschaffen, die sehr, sehr umfangreich ist und ja, ich kann da wirklich nur schwärmen von. Also tolle Handlung, das Setting ist auch richtig gut. Was die Charaktere betrifft, finde ich die Entwicklung, die Tom in diesem Buch macht, auch richtig gut. Also es hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie Tom sich von so einem wirklich unsicheren Teenager dann doch in dieser Zeit entwickelt zu einer sehr selbstsicheren Person, zu einer Person, die natürlich auch Zweifel hat und Ängste hat, trotzdem alles versucht, um halt das Ganze irgendwie zu lösen und ja, fand ich richtig gut. Also die Charakterentwicklung von Tom hat mir auch gut gefallen. Was kann ich euch noch erzählen? Die Nebencharaktere in diesem Buch haben mir auch gut gefallen, was Wyatt betrifft und Yuri und Vic und auch diese ganzen Militärs. Fand ich gut, hat mir richtig gut gefallen. Und ich fand es halt auch cool, dass da in dieser Geschichte, was Tom betrifft, er sucht ja immer noch quasi seinen Gegenspieler, ne? Also jemanden, der es mit ihm aufnehmen kann und den findet er auch in diesem Buch. Und ich fand auch diese Beziehung zwischen den beiden, wie die da dargestellt wurde, fand ich auch richtig gut. Das hat mir auch ganz, ganz gut gefallen. Und ja, also tolles Setting, tolle Handlung, tolle Charaktere. Vom Schreibstil her kann ich auch wirklich nur schwärmen. SJ Kincaid hat mich bei Diabolik schon komplett in diese Welt gesogen und hat es hier mit ihrem Schreibstil auch wieder geschafft, mich da komplett abzuholen und mich komplett in diese Welt eintauchen zu lassen. Also
Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann wirklich hier immer wieder nur schwärmen von dieser Autorin. Was ich ein bisschen schade finde, Insignia, die Weltenspieler, ist der erste Teil einer Trilogie. Es ist aber leider in Deutschland nur der erste Teil übersetzt worden. Der zweite und dritte Teil ist nicht mehr übersetzt worden vom Verlag. Wahrscheinlich waren die Verkaufszahlen damals einfach zu gering. Man kann es trotzdem lesen, denn dieses Buch hat zwar schon ein offenes Ende, aber keinen fiesen Cliffhanger. Das heißt, die Geschichte an und für sich hier in diesem Buch ist abgeschlossen, aber man weiß, dass sie eigentlich noch weitergehen könnte. Quasi wie bei Harry Potter, wenn das erste Schuljahr um ist, so ist das hier auch quasi. Also es ist jetzt kein fieser Cliffhanger, also wer von euch das Buch zu Hause im Schrank hat und er hat es noch nicht gelesen, lest es ruhig, ihr könnt es guten Gewissens lesen, ohne dass ihr am Ende da sitzt, oh mein Gott, ich muss wissen, wie es weitergeht. Und es gibt keine deutsche Übersetzung. Also so ist es nicht. Also traut euch, wenn ihr es zu Hause habt und lest dieses Buch, es ist so unglaublich gut. Und es hat mir so wahnsinnig gut gefallen und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, lesen, 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 lesen. Also ich hoffe, dass irgendwann mal ein anderer Verlag oder vielleicht auch nochmal der Goldman Verlag, ich weiß es nicht, dieses Buch nochmal eine Auflage übersetzen tut und rausbringt, denn es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte und es wäre sehr, sehr schade, wenn das nicht passieren würde. Aber ich vermute ja, dass es nicht passiert, aber we will see, we will see. So, so viel zu Insignia. Das waren meine letzten drei gelesenen Bücher. Schreibt mir eure Meinung zu den Büchern wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.